Ich piepe. Ich bin ja nicht darauf. Soll ich da nicht drauflegen? Ich will mich da aber draufsetzen. Ja, so ist super. Ja. Nimmst du auf? Ja, ihr seht schon, ich befinde mich nicht im Garten, im heimischen, sondern in der Sizzle Brother Küche. Im Headquarter. Im Headquarter, ja. Und wir haben heute ein Flanksteak im Eimer gegrillt. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Viel Spaß. Das sind auch schon die Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen natürlich ein Flanksteak. Das ist jetzt hier in dem Fall von Your Beef. Da brauchen wir einmal das Finisher-Salz, Hashtag Smoke, 3 große Zwiebeln, 2 kleine Knoblauchzehen, etwas Ingwer. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Schnippelarbeit habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber die vierteln die Zwiebeln und halt den Ringe schneiden. Dann das gleiche dann eben halt mit dem Knoblauch und halt mit dem Ingwer. Kommen wir jetzt zum Flanksteak. Das Einzige, was wir jetzt mit dem Flanksteak machen, und zwar in 2 cm dicke Streifen schneiden. Das bereite ich jetzt schon mal vorher und dann sehen wir uns gleich am Eimer wieder. Da haben wir jetzt auch den Eimer. Das ist ein ganz normaler, ja, Lebensmitteleimer. Da einfach die geschnittenen Flanksteakstreifen reinlegen und dann kommen ja die nächsten Zutaten. Ich gebe jetzt, ja, so grob gesehen 2 Esslöffel vom Finisher-Salz mit rein und das gleiche in der gleichen Menge auch nochmal ein bisschen Hashtag Smoke. Nehmen jetzt Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch und schütte das mit rein und dann kommt eine Flüssigkeit hinzu. So, ist jetzt alles drin und dann kommt jetzt 1 Liter Apfelschorle mit rein. Das habe ich vergessen euch noch zu sagen. Also wie gesagt, 1 Liter Apfelschorle kommt mit rein. Das ganze Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog. Da einfach nochmal genau reinschauen für genaue Angaben. Da habt ihr die Apfelschorle jetzt drin. Jetzt rührt ihr das alles so ein bisschen einmal komplett durch, dass sich das alles vermengt. Deckel drauf und 1 Stunde ziehen lassen. Es sind jetzt 1,5 Stunden geworden, aber den Grund könnt ihr dann später bei den Sizzle Buzzers sehen. Ist jetzt wie gesagt sehr gut durchgezogen. Der Grill selbst ist jetzt rechte Brenner und mittlere Brenner ist auch volle Pulle. Das heißt, wir haben sehr, sehr hohe Hitze und jetzt nehme ich einfach das Flanksteak hier raus, versuche so wenig Zwiebeln wie möglich mit rauszunehmen und lege das dann hier über die Hitze. Ja, und dann wird es pro Seite, denke ich mir mal, so 2-3 Minuten angegrillt und dann hole ich euch nochmal hinzu. 2 Minuten sind jetzt rum. Wir drehen jetzt mal und zwar dieses Stückchen hier. Ja, wirklich perfekt. Das mache ich jetzt noch 1-2 Mal und kommen wir dann jetzt gleich nochmal zu den Zwiebeln. Die Zwiebeln bitte nicht wegschmeißen, denn dazu kommen wir nämlich jetzt. Ich habe sie jetzt 1-2 Mal umgedreht und ja, müsste dann ungefähr so aussehen. Ich nehme sie jetzt in den indirekten Bereich, das heißt in dem Fall nach ganz links. Ja, und konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Zwiebeln. Die kleinen Streifchen vom Flanksteak liegen im indirekten Bereich. Konzentrieren wir uns jetzt auf die Zwiebeln. Dazu habe ich jetzt eine Griddle Plate auf die Sizzle Zone gelegt und da röste ich jetzt im Prinzip die Zwiebeln an, bis sie schön goldgelb sind. Zwiebeln sind jetzt meiner Meinung nach soweit okay. Die nehme ich jetzt schon runter. Ja, und dann gucken wir jetzt gleich erstmal nach den Flanksteak-Streifen. Knappe 10 Minuten später sind die Streifen für mich an sich schon fertig. Ihr könnt das anhand des Drucktests auch so fühlen. Also das ist jetzt für mich der perfekte Garpunkt, so wie ich finde. Ich nehme sie jetzt runter und dann sehen wir uns am Brettchen wieder. Das ist jetzt 1 Minute rum, haben wir jetzt ruhen lassen und das schneide ich jetzt halt einmal an. Um zu gucken, wie der Kern ist. Ja, wirklich perfekt. Das schneide ich jetzt weiter auf. Dann gibt es noch ein Tellerbild. Ja, und dann würde ich sagen, sind die Flanksteak-Streifchen auch schon fertig. Jetzt zum Abschluss nur noch ein bisschen Finisher Salz drüber. Ja, und dann ist es wie gesagt fertig und dann dürfen wir jetzt endlich kosten. Ja, ihr habt gesehen, relativ einfach und was sagst du? War lecker. War lecker? War verdammt lecker. Was verdammt. Ich muss eins sagen, das war eins der zartesten Flanksteaks, das ich je gegessen habe und der Garpunkt war perfekt. Und das ganz ohne Thermometer. Und das ohne Thermometer, ja. Der absolute und Wahnsinn. Und der besondere Hammer waren 2 Gewürze. Richtig. Der Walter Freiwald der deutschen Barbecue-Sauce. Das Finisher Salz von Tobias und natürlich, wie könnte es anders sein, Hashtag Smoke war auch mit dran und in Kombination Weltklasse. Ja, sehr geil. Auf jeden Fall ein Versuch wert. Ihr habt es halt gesehen, relativ einfach, wenig Zutaten und sehr, sehr schnell zubereitet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer da unten irgendwo. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut auf tobiasgrill.de oder sizzlebrothers.de. Also bis dahin.